Die außer Kontrolle geraten VI und ihre Verteidigungsmittel werden vernichtet. Es ist weiterhin unklar, wie die VI ein eigenständiges Bewusstsein entwickeln konnte, aber die Allianz wird zweifelsohne schon bald eine Untersuchung der Angelegenheit in die Wege leiten. Ich glaube auch. Ha. So. Was können wir sonst noch angehen? Ja, die Asari-Diplomatie. Was? Nasana treffen. Gibt's auch ihre Schwester Trockenana? Ah, den Witz hat bestimmt noch niemand vor mir gemacht. Sprechen Sie mit Nasana in der Botschafter-Lounge des Citadel-Präsidiums. Ja. Machen wir irgendwann. TM. Das Hydra-System des Argos-Roh-Clusters. Ja, reisen wir mal dahin. Was soll schon schief gehen? So, wir haben wieder ganz viele Systeme vorzulesen. Sieber ist ein normaler Gasriese der Neptun-Klasse. Die obere Schicht der Wasserstoff-Helium-Atmosphäre werden durch Spuren von Methan spektakulär blau eingefärbt. Deswegen dachte ich, es wäre ein Wasserplanet. Ist aber gar nicht. Gasvorkommen entdeckt. Helium 3. Ah, ja, in der Helium-Atmosphäre. Weiß Bescheid. Thea ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gasriese, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Natrium nachweisen lassen. Die Wolken in der oberen Atmosphärenschicht enthalten zudem größere Mengen Wasserdampf. Thea wurde im Lauf der letzten 100 Jahre von einem Asteroiden getroffen, der einen Durchmesser von mindestens 12 Kilometern gehabt haben muss. Die beim Eintreten in die Atmosphäre freigesetzte enorme Hitze ist verantwortlich für die heftigen Stürme im Bereich des Äquatorialgürtels. Warmalus. Warmalus hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Helium. Die hauptsächlich aus Aluminium und Borax-Vorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. 503 Grad, ja. Auf dem Planeten existiert ein riesiges Netzwerk unterirdischer Höhlen, die sich über tausende von Jahren durch Vulkanaktivitäten ausgebildet haben. In diesen relativ kühlen Bereichen haben sich einige primitive Lebensformen entwickelt. Neat. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argos Rot. Wiederhole. Argos Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Warnung, Hitzgefahr der Stufe 2. Megkos ist ein großer terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die heiße Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Nickel mit Vorkommen an Kalium und Schwermetallen. Der Planet gilt als mineralogische Schatzkiste, weil die ständigen Vulkanausbrüche konzentrierte Schwermetalle an die Oberfläche spülen. Megkos ist eine unwirtliche und gefährliche Welt. Selbst kurze Expeditionen müssen perfekt ausgerüstet und bestens geplant werden. Mit seiner hohen Masse, den hitzestauenden Wolken und den ständigen Vulkanaktivitäten ist Megkos auf bestem Weg, eine ähnliche Dampfkesselwelt wie die Venus zu werden. Bei 169 Grad. Ja, da fliegen wir doch gleich mal hin. TM. Mit Vergnügen. In Anführungsstrichen. So. Keine Ahnung, ob ich diese Besetzung gleich bereuen werde. Gefahrenstufe 2. Landen Sie auf 4 unerforschten Welten. Ah, Erfolg erzielt. So, wo ist denn irgendwas? Da ist Transponder-Signal, da ist Anomalie. Fahren wir erstmal zu Transponder-Signal. Dann können wir ja eventuell kurz zurück
gehen und dann wiederkommen. Dann ist hoffentlich alles wieder weniger im Arsch. Hm, ja, ist ein bisschen heiß der Boden, habe ich den Eindruck. Huch, was sind da für Sternchen? Ach, die tauchen hier gar nicht auf. Ah, Mineral. Ah, geil. Ah, Notsignal, alles schlimm. Super heiße Kacke-Welt. Ah, erstmal Mineral sammeln. Dafür knubbel ich mich hier sogar über die Berge, was völlig unnötig war, glaube ich. Da ist irgendwas abgestürzt. Das ist wahrscheinlich das Transponder-Signal. Thorium vorkommen. Ja, das einsammeln. Können wir aussteigen und das einsammeln? Suche nach Mineral. Was? Warum hat das Mineral Sicherheitssoftware? Warum muss ich das Mineral dechiffrieren? Seltenes Element entdeckt. Sie haben ein großes Thorium-Vorkommen entdeckt. Ja. Dafür gibt es 3500 Punkte. Geld. Entschuldigung. Nee. Fahr doch mal normal, du Teil. Da ist das abgestürzte Schiff. Das muss der richtige Ort sein. Vorsicht, Commander. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Also, hier ist nicht das abgestürzte Schiff, sondern hier ist... Geht! Das ist eine Falle! Ah, cool. Soll ich jetzt aussteigen und versuchen, die abzuschießen? Oder wie stellt euch das vor? Nein, definitiv werde ich nicht versuchen, auszusteigen und irgendwas abzuschießen hier. Ich kann versuchen, die zu bieten. Was aber auch wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Es gibt wohl irgendeinen Trick, wie man die besser bekämpfen kann, nämlich dass man sich irgendwie quer hinstellt und weil die immer auf die Front zielen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache lieber den hier und komme dann von der Seite angefatzt. Mit der Berg hervor. So, ich hoffe mal, ich manövriere mich jetzt nicht gerade ins Abseits hier. Aua, aua, aua. Diese verkackte Steuerung. Mann! Wer hat sich Fahren nach Mauscursor ausgedacht? Niemand wollte dieses Feature. Dann kam Halo und hat's gemacht und dann haben es alle gemacht. Also keine Ahnung, ob Halo es zuerst gemacht hat, ehrlich gesagt. Hallo, Raketen. Ein Raketenschütze. Ahaha. Oh. Wow. Der war echt schlecht. So, war das hier? Spartasystem im Artemis-Tau-Cluster. Bin ich besoffen? Ist das, wo wir sind? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Hier ist der Log-Transmitter. Ich glaube, ich bin einfach irgendwo hingeflogen und bin völlig besoffen. Ah, guck mal, eine Antifahrzeugmine. Da werde ich jetzt nicht drüber fahren. Gut, dass wir da nicht drüber gefahren sind. Ja, dann können wir uns ja noch das da anschauen. Mal schauen, ob da wieder so ein Bohrwurm rumfliegt. Und uns dann auseinander nimmt. So.
habe übrigens in Reviews gelesen, dass sie offenbar die Bodenhaftung von dem Teil schon erhöht haben. In der Originalversion von Mass Effect 1 war es wohl so, dass man wirklich, das hat geschrieben, wie ein Flummi über die Planeten springt, wenn es nur ein bisschen uneben ist. Also, good job an der Stelle, würde ich sagen. Hier hinter mir steht übrigens Gefahrenstufe 2. So, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ich weiß es nicht. Kann ich da hochfahren? Kann ich hier rüber parkouren? Nein. Aber hier geht es, glaube ich, hoch. So. Da. Fuck. Ach, was haben wir denn da? Was zum Fick ist denn das? Bin mir nicht sicher. Turianische Leiche, bergen. Dechiffrieren. Ja, ich dechiffriere mal die Leiche. Turianische Insignien gefunden. Bei der Untersuchung des Wracks fanden sie einen Brief, der mit den Insignien der Gotis-Kolonie gekennzeichnet war. Leider ist der weitere Text nicht lesbar. Aber dafür gibt es nochmal Geld. Tagebucheintrag. Turianische Insignien, 13 gibt es davon. So viele Sammelsachen. Ui. So, gibt's hier sonst noch was? Ja, da. Das gibt's noch. Aber wo sind jetzt diese vermissten Marines, zu denen ich eigentlich hin wollte? Bin ich tatsächlich ins falsche System geflogen? Ich meine, das ist bei mir immer möglich, weil ich das Kurzzeitgedächtnis von einem Stück Brot habe. Also es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass ich einfach irgendwie in die falsche Ecke geflogen bin. Aber, das werden wir dann gleich herausfinden müssen. So. Das ist irgendwie alles mit Lava bedeckt. Also der ganze Boden ist Lava. So, Trümmer sind die da unten. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, wir müssen ja nicht wieder rauskommen. Wir können einfach zum Schiff zurückkehren. Ja, hoffe ich zumindest, weil da komme ich nie im Leben wieder raus. Egal, was ich jetzt mache. Hi. Abgestürzte Sonde. Cool. Warum? Nein, lasse er das. Elektronik, Fertigkeit zu gering. Okay, zurück. So, jetzt nochmal, in welches System müssen wir für diese Mission? Ein vermisstes Aufklärungsteam im Sparta-System zu suchen. Und zwar im Artemis-Tau-Cluster. Sparta-System, Artemis-Tau-Cluster. Sparta-System, Artemis-Tau-Cluster. Ja, genau. Smart.
Kanrum ist eine kleine felsige terrestrische Welt mit Spuren von Methan und Krypton in der Atmosphäre. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium und Silikaten mit Vorkommen an Kohlenstoffen. Auf Kanrum wurde die kroganische Kriegsherrin Shiagur von turianischen Streitmächten während der kroganischen Rebellion besiegt. Was diese kroganische Streitmacht so besonders machte, war weniger ihre Kampfkraft, sondern die Tatsache, dass sie einer Kriegsherrin unterstellt war, die zudem eine der wenigen fortpflanzungsfähigen Kroganerinnen war. Warum hat man die dann in den Krieg geschickt? Shiagur hatte sich durch Brutalität und Gerissenheit eine einzigartig mächtige Position unter den Kroganern erkämpft. Viele kroganische Männer kämpften darum, ihr dienen und sich mit ihr fortpflanzen zu dürfen. Als Shiagurs Tod bekannt wurde, schworen ihre kroganischen Bewunderer Rache und machten sich aus allen Teilen der Galaxie auf, die verantwortlichen turianischen Crews zu jagen. Am Ende starben tausende der turianischen Crewmitglieder in offenen Kämpfen oder durch Attentate. Bis heute sind viele Kroganer stolz darauf, von der Blutlinie Shiagurs abzustammen. Ah, turianische Insignien gefunden. Während Scans entdeckte Techniker Adams die Überreste eines alten Gefechtskopfs mit den Insignien der Partia-Kolonie. War's das? Ich glaube, das war's, ja. Ah, wir sind im richtigen Nebel, aber... Hä? Argus? Ah, da! Da ist Phönix. Warte, soll hier nicht irgendwo das Sparta-System sein? Was? Ist hier noch irgendwas, was so ähnlich heißt? Sparta-System im Artemis-Tau-Cluster. Artemis-Tau-Cluster. Ja, genau, das ist da, nicht hier. Ha! Dumm. Dumm wie Brot. Aber gut, fliegen wir hier rüber. Ich meine, es ist, bringt ja offenbar was, sich alle Planeten mal anzuschauen, wenn man da irgendwelche Sachen finden kann. Gleich, nachdem ich mich am Ohr gekratzt habe. Das heißt, früher oder später werden wir uns sowieso jedes System mal angucken müssen. Tuntau. Tuntau ist ein riesiger terrestrischer Planet mit geringer Dichte, aber einer dichten Atmosphäre aus Methan und Helium. Obwohl er fast 20 AE von Phönix entfernt ist, herrschen, bedingt durch die große Hitze des Sterns und die dämpfende Dicke der Atmosphäre auf der Oberfläche von Tuntau, überraschend moderate Temperaturen. Die Oberflächenkruste besteht maßgeblich aus Natrium- und Siliziumdioxiden sowie Vorkommen von Leichtmetallen. Tuntau ist zwar nicht bewohnbar, aber aufgrund der relativ freundlichen Oberflächenbedingungen ist der Planet für Schiffe, die durch den Argus-O-Cluster reisen, ein beliebter Ort, um den Schiffsantrieb zu entladen. 21 Grad, 3,12 Atmosphären. Ah, da können wir ja gerade mal hinfliegen. Machen wir dann. Zum Schluss. Erstmal alles angucken. Patashi ist eine sonnenbestrahlte terrestrische Welt, deren Atmosphäre vor Jahrtausenden von dem Stern Phönix davon gefegt wurde. Die hauptsächlich aus Eisen- und Zinnvorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. Aufgrund der relativ geringen Dichte befindet sich Patashi in gebundener Rotation zu dem Stern Phönix. Auf der Sonnenseite befinden sich ganze Meere geschmolzenen Leichtmetalls. Seltenes Element entdeckt, das Samarium. Das ist... Existiert das? Oder haben die sich das ausgedacht? Sylsato ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasgläse. Der Planet verfügt über keine bemerkenswerten Charakteristika. Oh, wow. Webinok ist eine kleine terrestrische Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die gefrorene Oberfläche besteht hauptsächlich aus kohlenstoffhaltigen Materialien, Wasser und Silikaten mit geringer Dichte. Zudem wurden seltene, aber konzentrierte Vorkommen von Leichtmetallen als Folge von Asteroideneinschlägen gefunden. In der Hemisphäre von eine der Hemisphären von Webinok ist bedeckt von Oberflächenvorkommen von oxidiertem Kupfer. Vor etwa 270 Jahren wurde ein turianischer Gasmassentransporter von Piraten im Phönix-System angegriffen. Das beschädigte Schiff legte eine harte Notlandung auf Webinok hin. Durch die Hitze dieser Notlandung schmolzen große Mengen der Eisoberfläche und aus den aufgerissenen Schiffscontainern ergoss sich flüssiger Sauerstoff. Bevor die Substanz sich verflüchtigen konnte, verursachte sie eine Reaktion, die zu der weit verbreiteten Rostbildung führte. Erkunden. Leichtmetallvorkommen. Sie haben Kobalt entdeckt. Cool. Sie unten. Ah, warum dreht sich das immer so? Dann können wir hier hinfliegen.
ist hier irgendwas. Hier ist verborgenes Gebäude. Da hinten ist Anomalie. Hier sind Trümmer, die wir uns bestimmt wieder nicht angucken können, weil Elektronikfertigkeit zu gering. So, hier sieht es so aus, als würde es da hochgehen. So. So, irgendwo hier ganz am Rand der Map sozusagen. Täuscht das oder habe ich nicht mehr ganz 60 FPS hier draußen? Ah. Moin. Das sind ja Leute. So, hier ist keine Gefahrenstufe. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier rumlatschen. Look at that dust. Aha, hier sind wieder komische Leute. Die uns bestimmt nichts Gutes wollen. So wie ich das sehe. Ja. Jetzt bin ich bereit. Scharfschützengewehr ist ein gutes Feature, habe ich den Eindruck. A75, ja. Kann man machen. So, habt ihr noch irgend... Ach nee, in dem Spiel hat niemand irgendwas. Ich entsinne mich. Ach, guck mal, noch mehr Leute. Wir wissen zwar nicht, was die wollen. Ich meine, wir sind es, die hier einfach reingewalzt kommen, als würde der Place uns gehören. Ich sollte mal mit dem komischen Denglisch aufhören, aber hey. Und die wehren sich halt. Und wir tun so, als wüssten wir, dass die böse sind. Oh, hi, das bist du. Fuck. Na los jetzt! Das schwere Rüstung können nur manche Leute tragen. Boah, was kann der denn stecken, Junge? Meine Fresse. Jetzt fängt der Spaß an. Aha, da ist noch jemand. $1,500 Geld. Ah, moin. Ah, Garrus ist tot. Cool. Wir hatten Scharfschütze. Sollte meinen, der hätte dafür weniger Punkte, aber nur marginal. Hallo? Würdest du bitte aufhören, kaputt zu sein? Danke. Ich habe das Gefühl, wenn du laufen willst, aber du kannst einfach nicht. Fühlt schlecht, Mann. Ah ja. Kleine. Die kleinen Deckungswichser. Mann. Cool. Schmeiß weg, den Kerl. Oh, was fressen die denn immer? Boah, und regenerieren und alles drum und dran.
geht mir ja richtig auf den Sack mit. Die Aimbot-Jungs, ey. Dabei heißt es noch, die hätten im Spiel schlechtes Aim, alle die Gegner. Ja, in Mass Effect 2 treffen die Gegner dann auch mal. Ey, so, ey, die können hier rumsliden, wie sie wollen, über die ganze Geschichte. Die, sind basically impenetrable. Ach, da heilt er sich schon wieder, der kleine Sack, ey. Okay, du hast alles schon eingesetzt. Schade. Aber gut, das ist ja, was ich eingestellt habe. Jetzt fängt der Spaß an. Komm, stirb mich. Ja. Au. Ja, gab auch ganz gut Geld. Schicken Sie mich wieder rein. Kram. Medigel plus 1. Kiste. Noch eine Rüstung. Duelist. Ja, die hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Explorer 4, das war die, und Liberator 5. So, ist das immer noch besser, ja. Ein fehlerhaftes Objekt. Quietsch. Die Chiffrierung, Fähigkeit zu gering. Oh Mann. Bringt das irgendwas? Was bringt es also genau bei meinen Squadmates auf Dechiffrierung zu gehen? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Die Antwort war, glaube ich, nicht viel. Also abgesehen davon, dass das niemand kann von uns. Lull. Soll das jetzt hier sein? Man weiß es nicht so genau. Keine Beschreibung vorhanden für das Ausrufezeichen. Na gut, dann gibt es den Schatz eben nicht. Tagebuch öffnen. Ja, turianische Insignien, Asari-Diplom, wertvolle Mineralien, Proben untersuchen. Scammer-Cluster, ja, gut. Ja dann, ne? Verziehen wir uns wieder, notieren uns, dass es in Dingsbums noch eine Dechiffrierung zu erledigen gibt. Ich sollte mal eine Liste damit anfangen.
So, hier geht's wieder hoch. Habe ich Notizen? Ja, gut. So, wo steht das Auto? Hier oben tatsächlich. So, wie heißt der Kackplanet? Tuntau. Söldner Basis. So. Da ist noch was zu holen. Ja, okay, ich habe definitiv keine 60 FPS gerade. Wo Auto? Hä? Do I am half stupid? Laufe ich gerade da dran vorbei? Ja, wir müssen nach rechts. So. Ah. Der Zoom-Faktor des Radars ist beeindruckend.